Erstmal. Nix mit Nachtpals. Ja, ja, ich muss reparieren, ich weiß. Hab ich festgestellt. Oh, da sind meine 69 Pfeile. Und dann ab ins Bett. So, das Träumchen der Eierfabrik geht weiter. Wir haben eine Flambelle. Mhm. Das geht direkt weiter hier. Ah, der braucht noch. Okay, dann können wir ja das Ei hier reinmachen. Ich würde gerne irgendwo... Theoretisch ist es jetzt so. Pass mal auf. Ich muss C drücken, dann können wir das Dach abreißen. Und wenn ich jetzt was bauen will, dann müssen wir mal hier hin. Ah, wir können jetzt schon Steinfundamente bauen. Okay, das würde natürlich jetzt totalen Sinn machen, wenn wir dann auch Steine nehmen. Oh, ich stelle das mal hier hin. Ja, das, ich habe das jetzt aufgehört. Das ist richtig. Das ist, das war Absicht. Ich wollte dafür sorgen, dass das immer in die gleiche Richtung zeigt. So, mal kurz gucken. Ja, okay. Dafür muss ich das Entspannungsbad da wegnehmen. Dafür muss ich das Entspannungsbad da entsorgen. Okay, das kriege ich hin. Die Werkbank muss da vielleicht weg und das Kochgestell müsste auch vielleicht ein Stück da weg, damit man das dann... Naja, müssen wir mal gleich gucken. Ich überlege, wo ich das Entspannungsbad alternativ hinstelle. Ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal das Kochgestell da weg und die Waffenwerkbank. So, dann bauen wir einen neuen. Und zwar stellen wir den mal hier hin. Dann brauche ich eine Treppe. Kann ich das? Das kann ich. Ganz, ganz toll. Das stellen wir jetzt erstmal dann. Das Ding muss dann auch leider da weg. Das muss auch irgendwie... Das sieht jetzt auch ein bisschen doof aus, aber das macht gerade nichts. Das Ganze, der ganze Gedanke hat ja einen Hintergrund. Und zwar würde ich gerne hier kurz eine Eisentruhe hinbuxieren. In der Hoffnung, dass die das dann auch machen. Und dann brauche ich zur Produktion eine neue Waffenwerkbank. Die stellen wir erstmal hier unten hin. Das ist zwar auch nicht besonders schick, aber das erfüllt erstmal den Sinn. Was war jetzt eigentlich der Grund für die Kiste? Ich habe dann schon wieder keine Ahnung mehr. Nee, weiß ich wirklich nicht. Ah, doch, ich wollte hier... Was ist denn jetzt los? Streitet ihr euch? Lasst das. Hier das da rein, das da rein. Dann haben wir eben das Palöl. Hatte vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich überlegen wollte, ob ich das hier nicht ein bisschen aufteilen kann. Weil, naja. Um sich's vormachen, es ist ein bisschen unorganisiert, die ganze Sache. Wir gehen mal kurz nach den Eiern gucken. Ansonsten hätte ich nämlich auch noch ein Ei dabei. Oh, hier kannst du schon das düstere Jumbo-Ei kann ich ausbrüten. Da hätten wir Nox drin gehabt. Okay, dann können wir ja gleich das zur Früchte-Ei da reinmachen. 10 Minuten. Okay. Wie ist denn das mit weiteren Nahrungsmöglichkeiten? So allen Dingen, vor allen Dingen für wenn Würm wäre da ja was gut. Ich mach mal ein paar Eier. ...31 nur. Ja, das waren jetzt weniger Eier als erwartet. Aber gut. Schnellreise. Ja. Wir reisen schnell dahin. Wie ist denn das jetzt mit Essen? Hatte ich jetzt genug dabei? Ah, ich hatte gar nichts mehr. Das ist natürlich hervorragend. Das ist natürlich genau das, was ich wollte. Und ich habe schon gleich mein nächstes Opfer gesehen. Oh, oh. Schmozzarella, warte auf mich. Ich brauche eine Kuh für Milch.
Warte kurz. Wie sieht's denn aus? Ich versuche dich einfach einzufangen. In nächster Instanz. Mach hier nicht einen auf. Mach hier nicht einen auf rebellisch. Geht doch. Aber weil das so schön ist, haben wir da oben direkt noch eine Kuh. Aua. Naja, ich bin ein Ausweichmonster, wie man sehen kann. Meine Güte, das manchmal verstehe ich. Ja gut, ja, es ist eine Billigsphäre, aber ganz im Ernst. Wenn ich sie noch weiter anschießt, dann ist die Gefahr, dass sie stirbt, schon ziemlich hoch. Gut, jetzt habe ich erstmal zwei Kühe. Warte mal, ist das hier der, das ist der Spot für Bushi, ne? Gut, einen Augenblick in die Richtung, aus der Richtung, warte, sind das da? Was macht hier rum? Macht doch nicht Pistolenmunition, okay. Ja, nimm die einfach mal mit, haben. Ist ja besser als bekannt, als brauchen, ne? Das ist die Seite, von der ich gekommen bin, dann müssen wir nach hier. Da hinten sind noch ein paar Wollipops und, ach, guck an. Hier gibt es auch ein Brongerie. Gut, okay. Das ist effektiv, das ist schön. Ich hole schon mal eine bessere Sphäre raus. Ich glaube kaum, dass sich das Brongerie so mit so einem Eiercontainer fangen lässt. So, warte. Wir haben eine Chance von 20%. Ich werde mein Glück versuchen. Für das Brongerie. Habe ich auch gefangen. Brongerie eingesackt. Da hinten, das sieht aus. Was ist denn das? Das ist eine Kiste? Eine Truhe? Ich nehme Truhen gerne. Da fliegen wir direkt mal gucken. Ich brauche einen Silberschlüssel. Ich habe keinen. Ich habe auch gerade keinen Plan, wo man den herbekommt. Wenn ich das mal gewusst habe, habe ich es vergessen. Bin ich hier in die richtige Richtung unterwegs? Ja, da bin ich. Ich bin in den korrekten Bereichen meiner. Wir gucken mal gerade, was das Wollipop sagt, wenn ich dem von Latz schieße. Das Wollipop ist schlecht gelaunt, wenn ich ihm von Latz schieße. Dem brennt also der Kittel. Oh, jetzt ist es verbrannt. Das war vielleicht ein bisschen übermütig. Ah, da haben wir übrigens die Würms, ne? Also da ist Van Würm her. Da gibt's dann, da brauche ich auch noch 10 Stück. Aber dass die da zu zweit sind, finde ich gerade gar nicht mal so schön. Deshalb fliege ich da jetzt erstmal weg. Hier drüben gibt es noch ein paar Wilderer. Bei denen könnte ich mich jetzt auch beliebt machen, wenn ich das wollte. Was ist denn das für eine freie Fläche da? Ich gehe mal gerade gucken, was da Phase ist. Ah, nix wahrscheinlich. Da ist ein 15er Wolf, der da rumkaspert. Ansonsten gibt es hier einen Eisenbrocken. Da hinten ist ein Lager. Da drüben übrigens auch. Da gibt es eine grüne Statuette. Die nehmen wir mit, falls Van Würm so lange durchhält. Mal gucken, was hier unten so ist. Nix. Ich sehe nichts. Es wird knapp, aber ich glaube, Van Würm schafft es zumindest bis zum Vorsprung. Jawohl, wir fallen der Statue direkt vor die Nase. Gut, jetzt kann Van Würm erstmal gar nichts mehr. Dann stehen wir getarnt hier im. Getarnt im Nebel. So. Was gibt's hier? Da hinten ist ein Wildererlager. Alles klar. Den ganzen Spaß werden wir mal gerade ansteuern. Da sind Wollipops und Wachs. Und da hinten gibt's zwei Eier. Das Ganze würde man jetzt für eine Katze machen, aber guckt euch mal diesen Kollegen da an, der da steht. Seht ihr den? Ihn da. Den Unterdrücker. Ich werde mal. Siehst du, mit was der schießt? Die haben radikal eine Meise. Das hier ist übrigens ein Flammenwerfer. Ich mache übrigens auch keinen Schaden an denen, ne? Also nicht so, dass es jetzt richtig auffällt.
Oh, den hätte ich, den einen hätte ich. Das ist ja was, ne? Ah, okay, der hält nicht so viel aus. Okay, warte dann. Dann haben wir den Jäger schon mal gekillt. Ich bin mir immer nicht sicher, ob das so eine gute... Ich bin mir immer... Oh, die meinte mit den Wollipops rum. Könntet ihr aufhören, die Wollipops zu erlegen? Vor allem müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir den Unterdrücker irgendwie tatsächlich unterdrücken. Da... Kann ich den einfangen? So ein Unterdrücker als Kampfgefährte, da würde ich Potenzial sehen. Oh, aua, aua, aua. Der Unterdrücker macht den Wurm kaputt. Der Unterdrücker macht den Wurm kaputt. Gut, ich habe den Unterdrücker erlegt. Damit schützen. Der hat auch ein Maschinengewehr. Ja, du bist hungrig. Da kann ich jetzt gerade nicht so viel machen. Ich glaube, dass... Oder ist auch noch ein Grenadier. Ich glaube, dass meine Nahrungsvorräte in dem Bereich jetzt nicht ganz so ausgeprägt sind. Warte, den muss ich natürlich auch noch vor den Latz schießen, ist ja klar. Komm mal kurz her. Ja, ich kill auch die Katze, ich weiß, aber man muss ja auch mal ehrlich sein, ne? Die Katze, die ist jetzt so ziemlich das Unnötigste, weswegen man hier sich unbeliebt machen kann. Ich meine, ich habe sie mitgenommen. Einfach, weil man es macht. Kann ich hier was kochen? Nein. Wenn Wurm? Ich würde kurz mein Inventar überprüfen, ob ich für dich Nahrungsmittel bereitstellen kann. Ich bin mir, was das Ding angeht, mit dem Füttern tatsächlich ein bisschen unsicher. Hier haben wir noch ein Brongerie. Da liegt eine Special Sphäre. Pass mal auf. Ja, die sind ja, in der Regel sind die ja total friedlich, die Viecher. Das ist ja jetzt nicht der... Das ist nicht der Punkt. Ich und Schmonzetta machen jetzt hier Brongerie. Ich schieße den mal locker von Latz. Und dann Oh, warum? Habe ich aus Versehen nochmal geschossen und habe das jetzt verpasst? Ich glaube schon, ne? Ah. Das hat hoffentlich keiner gesehen. Das war auch wieder eine Sternstunde. Sternstunde der Doofheit. Ist wirklich wahr. Da sagst du, was soll man dazu sagen? Hier, das ist ein Brongerie. Brongerie. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen. Ich muss meinen Würmer dazu befehligen, den Angriffsbefehl einzustellen. Ja, du brauchst mich jetzt nicht über mich drüber rennen, Brongerie. Das ist jetzt nicht so ganz mein. So, ich habe aufgesattelt. Hier gibt es ganz viele Wollipops. Da könnte ich mich auch mit beschäftigen, aber ich weiß nicht. Eine Gigasphäre. Okay, wir sind jetzt hier in neuen Gefilden. Da unten dampft es wieder. Interessant wäre natürlich. Oh, ich befürchte, das könnte so eine Ecke sein, wo hier Robin Quills rumlaufen. Die finde ich immer besonders spannend. Hm, was gibt's hier? Nix. Da unten ist eine... Oh. In Stufe 10 werden Würm. Pass mal auf. Ich werde mich da mal bei dem ein bisschen unbeliebt machen. Aus Gründen. Einer der Gründe ist, ich brauche ihn logischerweise. Ich muss ihn logischerweise einfangen. Und da ich erst einen habe, und das ist der, auf dem ich sitze, wäre natürlich vielleicht ein zweiter schon mal gar nicht so ganz schlecht. Das ist eine bestehende Logik, oder? Also das hoffe ich zumindest. Ich fühlte mich auf jeden Fall kurz klug. Ja. Ich habe da was eingesammelt. Ich hatte da was Grünes gesehen. Ich habe allerdings jetzt irgendwie auch aus den Augen verloren, wo das war. Was ist denn das da? Warum steht denn da hinten ein zwielichtiger Händler in der Gegend rum? Mitten im Nix? Warum?
Hi. Ja, du hast Pals im Angebot, ich weiß. Ich guck mal, was du kaufen kannst. Ah, eine Nularis kann man kaufen, eine Dassi, ein Sweeper. Okay. Okay. Da ist ein... Nein. Ich wollte meinen Van Würm wieder haben und wollte gucken, was es da für Lagersachen gibt. Vor allem, was die in dem Lager beherbergen. Das war eigentlich das, was ich wissen wollte. Ja, ich hab's schon mal alles sauer gemacht. So zu meiner ganzen Begeisterung habe ich sie direkt schon alle sauer gemacht. Gut, sie gehen alle dahin. Bleib doch einfach stehen, wenn du stehen bleiben würdest. Hätten wir gar keinen Stress, wir zwei. Aber du kannst dich auch ein bisschen bewegen. Vielleicht. Oh, schade. Das tut mir wirklich leid. Nicht. Das könnte Nox sein, ne? Ich weiß es gerade nicht so genau. Hinten macht man Van Würm rum. Ja. Ein Nox. Immer die Pistolenmunition. Dann sammelst du noch das ein, was da liegt. Und dann müssen wir zwangsläufig, aufgrund auch von Level-Sachen, müssen wir noch das Bronzerie mitnehmen. Ja, bevor du verbrennst, versuche ich das mal. Ah, das war ja wieder total erfolgreich. Gut, Bronzerie ist eingesackt. Ich überlege jetzt, wie es weitergeht. Wir könnten die Würms machen, aber das sind zwei und naja, ich weiß nicht. Oh, wir könnten, warte mal, was hast denn du für ein Level? 17, der Azuobe. Oh, da ist noch ein dritter Wurm. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Das Problem ist, wenn ich mich da jetzt unbeliebt mache, ne, dann mache ich mich bei allen dreien unbeliebt. Ich versuche jetzt erstmal, ja, der Plan ist jetzt, ich habe den gerade geändert. Ja, da ist mein Plan. Azurobe. Set ist, was ich machen will. Hey, komm doch mal her. Was ist denn los, Lutschi? Hallo. Ah, halt. Ich muss natürlich vielleicht noch beim Würm noch einstellen, dass der auch zurückschießt. Hast du vor, zurückzuschießen, Würm? Ich bin mir sonst nämlich nicht sicher, was Azurobe so kann. Ah, die kann so Sachen. Ja, beim letzten Mal habe ich das mit Begleitung gemacht. Ich sollte mir vielleicht endlich mal ein Halsband bauen für irgendwas. Oh, Würm hat Fleisch gegessen. Wie sieht's denn aus wie ein Würm? Ich würde gern nachladen, aber ich bin halt auch ein kleines bisschen doof. Sorry. Aua. Ich könnte mir vorstellen, Elektro wäre total gut gewesen. Jetzt mal über Nachladen reden. Ich würde gerne ein bisschen schießen. Oh, ich glaube, wenn Würmer hat gerade einen harten Treffer gelandet. Naja, Feuer ist nicht unbedingt der beste Adressat, habe ich das Gefühl. Macht oder komische Sachen.
Okay, wir versuchen es mal einzufangen. Mal gucken, wie sich das so ausgeht. Okay, Azurobe ist einmal rausgekommen. Das hat natürlich noch ihre komischen Kugeln geschossen. Ah, guck an. Azurobe habe ich eingefangen. Windwurm, hast du Probleme? Hast du Fleisch gegessen, Windwurm? Nicht genug, ne? Ich esse auch mal was. Windwurm ist ziemlich am Arsch, wenn wir ehrlich sein sollen. Aber wir haben Azurobe einkassiert, das ist ja was.